Darauf haben wir Platz. Ja. Neubau war. Die mit den vielen Fächern dann, ne? Ja.
keinen Fahrzeugrücken, wenn der schon sortiert wäre jetzt, ne? Nach den bestimmten Buchstaben. Da muss ich jedes Mal den Buchstaben mit. Gut, wenn ich jetzt einen Stab habe, gucke ich auch immer erstmal durch. Das ist alles eins, ne? Da kann ich auch schon mal feststellen. Wenn es sortiert wäre, ist natürlich noch einfacher. Bei den Mengen sehen Sie ja, ne? Das ist ja auch was. Das sind echt die Mengen. Die passen ja schon fast. Naja, so. Je nach Stärke der Karten, 500 bis 800 Karten rein. Das ist eine Schwinge, ne? Wenn die, das sind dann eben Mengen. Die kochen vielleicht 1200, aber so ist es bestimmt. 800, das habe ich so nicht gezählt, aber erfahrungsgemäß wird es so sein. Das sind schon einige. So, also das ist hier. Sie werden die Buchzeichen gelesen und man halt eingegeben. Jede Karte. Und dann wird dann die Version drauf probiert. Und so wie die Version da drauf ist, kommt sie in die Schwingen rein. Die Schwingen kommen dann nach unten an die Anlage und da werden sie dann sortiert. Also das ist erstmal Grundvoraussetzung, dass die Kasten gelesen werden. Und das haben sie ja auf ihrem Kasten. Das haben wir ja auch. Der Video braucht auch, ja genau. Nee, es ist kein Name, das ist eine Theorie. Okay, der Lesekopf hier unten drauf. Geht so schnell. Und hier unten wird die Karte gelesen und dann wird sie eben in die Kecher verteilt. Ne? Dann wirklich nur die Kartenstärke. Ne? Also wenn sie eine gewisse Stärke hat, so wie die hier, dann läuft sie gut. Und dann ist sie dünner, dann kann schon mal passieren, dass dann auch Karten aneinander kleben. Was passiert? Also Gramm, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, ich schätze mal so eine Karte. Ich denke mal, 240 dran, oder? Ja, so könnte es sein.